und herzlich willkommen zu Köln Inside TV. Heute sind wir im Café Bunkers und sitzen hier zusammen mit der Band Burgerding. Die Band ist unterwegs mit der Konzertreihe Total Lokal und ich fange einfach mal bei dir an. Magst du dich mal kurz vorstellen? Ja, mein Name ist Martin Esser und ich bin der Schlagzeuger der Band Burgerding. Ja, ich bin Frank Burgerding und ich bin der Namensgeber der Band Burgerding. Dann mache ich hier weiter. Ich bin Nils oder auch Petey. Ich spiele Gitarre bei Burgerding. Ich bin Robert und spiele den Bass. Jetzt ist eure Tour gestartet. Ihr wart als erstes im Underground hier in Köln. Wie ist das so angelaufen? Wie ist die Tour angelaufen für euch? Ach, im Underground eigentlich ganz gut, weil da haben wir eine Band supported, Phrasemir heißt die, und da waren dann 60, 80 Leute da und von daher eigentlich ungewohnt viele Leute für uns. Aber wie es jetzt weitergeht, da sind wir sehr gespannt. Ihr seid hier im Moment mit eurer neuen Single unterwegs, Lauf ganz weit heißt die. Dürfen wir da ein bisschen mehr zu erfahren zu der Single? Da wird sehr viel über das Leben gesagt. Wer mag denn dazu was sagen? Da ist Robert, glaube ich, der qualifiziert. Perfekt. Okay, also ja, da ich den Text geschrieben habe und Frank ein paar Sachen verändert hat, könnte ich dazu sagen, Lauf ganz weit entstand da, wo ich auf Tour war und gearbeitet habe und von Stadt zu Stadt gereist bin und halt einfach viel erlebt habe und viel aufgenommen habe und halt eigentlich das versucht habe, positiv zu deuten, und weil ich manchmal auch negativ drauf war, wenn man so lange weg ist, und das Ganze dann positiv zu deuten und Lauf ganz weit halt das dann zu nennen, und es geht halt mehr oder weniger auch darum im Leben, so das weit zu laufen, das ganz positiv zu sehen und diese Seite lacht im Leben, dass man Gas gibt und Spaß hat. Wie würdest du die Musik, eure Musik bezeichnen? Ja, das ist natürlich immer etwas schwierig, das zu nennen, was man macht. Das hat sich ja alles über einen gewissen Zeitraum entwickelt. Ich glaube, erstmal ist natürlich sehr wichtig, dass es deutsche Texte sind. Und das ist, glaube ich, doch einfach schon ein Label, was, oder ein Erkennungsmerkmal, dass es deutsche Texte sind. Und ansonsten bewegt es sich, würde ich sagen, allgemein im Pop-Rock. Aber könnt ihr eure Musik in eine Schublade stecken? Also ich meine, ich habe letztens irgendwann gelesen, genau, wer will das schon? Ich habe letztens irgendwann gelesen, es wäre massenkompatibel, und so könnt ihr euch damit identifizieren? Ja, wenn es so wäre, wäre das ja nicht unbedingt verkehrt. Was heißt ja jetzt nicht unbedingt, dass es halt etwas sein muss, was es vorher auch schon gab. Aber wenn es massenkompatibel ist, wenn es viele Leute gerne hören, warum nicht? Und ihr werdet ja eure neue CD, das heißt euer Album, rausbringen. Das ist dann auch ganz bald. Wie wird denn das Album werden? Dürfen wir dazu ein bisschen mehr erfahren? Ja, das sind dann ganz viele Lieder auf einer CD. Also vielleicht werden es 16, wir haben 16 aufgenommen, aber es ist halt die Option da, ob wir das halt ja, so kürzen und dann vielleicht zwei, die uns nicht so gut gefallen, weglassen. Vielleicht auch drei, vielleicht auch keinen. Ist eigentlich relativ bunt gemischt. Also es geht schnell zur Sache, es geht langsam, es ist fröhlich, es ist traurig. Ja, so ein buntes Potpourri. Und eure Lieder bewegen halt insbesondere, wie ist das für euch, wenn ihr auf der Bühne steht mit euren Songs und mit dem Publikum? Was ist für euch so, was ist für dich so das Wichtigste? Also mir macht es schon Spaß, auch die ruhigeren Lieder zu spielen, wo wir dann mehr in uns kehren können eigentlich. Wie war die Frage? Ja, wie das für dich ist, wenn du auf der Bühne bist, wie du für dich die Situation so schätzt. Also ist das für dich auch jetzt besonders schön, auf Tour zu sein nochmal? Ja, auf jeden Fall. Also auf der Bühne selbst, wie gesagt, bin ich eigentlich schon sehr in mich gekehrt, eher introvertiert, glaube ich. Frank ist da ein bisschen besser darin, den Kontakt zum Publikum auch zu suchen. Das ist so einfach letztendlich so, dass ihr eure Tour jetzt auch macht, um für euch jetzt auch so einen Punkt irgendwo zu finden, ne? Zum Publikum, aber auch als Band jetzt da so reinzukommen, gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Und für uns ist diese Tour jetzt definitiv so ein Start für die Band. Also auch dadurch, dass wir jetzt ein Album aufnehmen durften. Also das ist ja so, dass uns das jemand quasi kauft, das Album, und wir das dann jetzt aufnehmen dürfen.
Und jetzt geht's halt los für uns. Die erste Single, die kann man jetzt kaufen online, habe ich jetzt erfahren. Heute ist Release. Hab's auch schon gesehen bei Amazon. Das ist dann irgendwie auch schon ein bisschen komisch, dass man dann ein Produkt kaufen kann. Das war vorher noch nie so konkret, dass so, ja, so eine CD oder so eine Tour im Raum steht und man dann jetzt irgendwie versucht, das Produkt und das Volk zu bringen. Und ja, also ich glaube, bei uns allen ist es jetzt so, dass das wesentlich mehr Ernst kriegt, die ganze Sache dadurch, dass man jetzt wirklich schaut, okay, jetzt müssen wir gut sein. Und ja. Aber insgesamt werdet ihr ja auch deutschlandweit dann unterwegs sein, ja. Und dann werden wir euch auch deutschlandweit erleben. Das ist der Plan. Zumindest erstmal in 4 Städten. Jetzt ist es Köln, spielen wir morgen nochmal und heute eben und nächste Woche geht es dann nach Berlin. Nach Hamburg, super. Da spielen wir dann 5 Tage, dann geht es nach München und dann nach Berlin. Und dann kommen noch vereinzelte Auftritte, halt ein bisschen verstreut, aber das ist dann nicht mehr Teil der Total-Lokal-Tour. So, und jetzt habt ihr vor allem für eure neue CD noch einiges vor euch. Wir wünschen euch sehr viel Glück bei dem allem und wir freuen uns schon sehr, eure ganzen Songs heute Abend hören zu können und hoffen natürlich ganz viel weiterhin von euch zu hören und sind dabei, wenn es heißt Burgerding, und vor allem Lauf ganz weit. Das wird ganz toll.